Guten Tag, ich bin das wieder. Hallo und herzlich willkommen bei Borchers Sendung. Ich gehe mal dahin. Ja. Weil, ich wollte kurz mal was erzählen. Also zum einen, nachdem ich das letzte Mal erzählt habe im Facebook und im Instagram, dass ich das hier in Sims 4 vorspiele und mich dann einige gefragt haben, ob man das dann mal sehen kann. Nö. Also ich wollte eigentlich so ein bisschen so ein kleines bisschen Let's Play Bauchi auf Sendung machen. Aber nö, funktioniert nicht. Und dann liegt das halt, ich weiß es nicht woran. Also das OBS habe ich auf dem Rechner, aber irgendwie erkennt das mein Mikro nicht. Das heißt, wenn ich drüber rede, nimmt es nicht auf. Ich höre mich reden, ja. aber das OBS nicht. Und ihr dementsprechend auch nicht. Deswegen funktioniert das leider irgendwie so, zumindest gerade noch nicht. Vielleicht kann ich das irgendwann mal. So, warum ich jetzt aber gerade mal hier die Kamera nochmal angemacht habe, ist folgendes. Ich habe gerade ein Meme gesehen, das fand ich einfach total geil. Und das haben mich in den letzten Minuten die Gedanken nicht mehr losgelassen dazu. Da ist dieses kleine Mädchen, was so schräg in die Kamera guckt und da steht da drauf, ich zweifle nicht die Autorität der Staaten und Regierungen an. Und unten steht dann, ich leugne deren gesamte Existenz. Genial. Also besser, ein schöneres Geschenk hätte ich heute nicht bekommen können, als den Titel Regierungsleugner. Ich leugne nämlich die schon eigentlich seit 18 Jahren. Sag ich schon, dass sie eigentlich gar nicht, und Staaten genauso, dass das Hirngespinste sind. Dass wir uns die im Prinzip einfach nur vorstellen. Und dadurch, dass wir uns die vorstellen, können die eine für uns dann sehr real spürbare Wirkung haben. Aber sie existieren nicht wirklich. Weder die Staaten noch die Regierungen. Jetzt wird der eine sagen, ja, aber ich habe dann gestern noch die Grenze überfahren nach Polen. Oder sonst wohin. Ja, guck dir mal im Zeitraffer an, wie oft diese Grenzen verschoben worden sind, weil die nicht real existent sind. Das sind ja keine Grenzen, die da irgendwo in auch nur einem von sechs Sinnen wahrnehmbar wären. Die kann man einfach verschieben und dann sind die auf der Landkarte, wenn die Landkarte neu gemalt und dann ist die Grenze auf einmal da. Weil man sich darauf einigt. Aber real existent ist dieses Land überhaupt gar nicht. Genau dasselbe gilt für seine Regierung. Dann wird jetzt auch sagen, ja, aber der ist doch der Herr Lauterbach und die Frau Baerbock und wie die alle heißen, keine Ahnung, es interessiert mich einfach nicht mehr. Weil ich ihre Existenz leugne. Weil die, ne, also nicht von Frau Baerbock herself und auch nicht von dem Lauterbach himself. Die existieren natürlich als Menschen, aber nicht als Regierung. Das Amt, das sie bekleiden, existiert nur in unserer Vorstellung. Es existiert nicht real. Es ist nicht da. Du kannst es mit keinem deiner Sinne wahrnehmen. Du kannst das weder riechen, fühlen, schmecken, anfassen, hören. Du kannst dieses Amt leider dir nur vorstellen. Und wenn du das dann tust und das dann für real hältst und es anerkennst, eben nicht leugnest, dann hast du das Problem, dass du Volk bist und nicht König. Und ich als König von mir selbst und niemand anderem leugne schon seit 18 Jahren ganz offen die Existenz von Regierungen und Staaten. Und deswegen habe ich das Meme natürlich eben total gefeiert und werde ab hier offiziell auch weiter Regierungs- und Staatenleugner sein.
Danke, dass ich da noch nicht eher drauf gekommen bin. Dass ich da nicht drauf gekommen bin, verstehst du? Ja. Ach so, ja, hier Katzenfoto natürlich noch. Katzen hier Video. Da Katze, Katze, Katze. Ha, ich habe mir heute eine neue Überdecke für eine wasserfeste für mein Außenbett hier, was ich mir jetzt im Moment noch so provisorisch hier hingestellt habe. Ja, gestern Nacht war es nämlich voll klatschnass geworden. Nicht, weil es geregnet hätte, sondern weil es einfach hier nass nachts wird. Ne, Katze, hier. Sag mal was. Sag mal Miau. Miau. Ich habe das genau gesehen, dass du das gesagt hast. Tschüss. So, ne, hier, ich sag mal Tschüss mit F, Matjot und bis bald. Ja, an jedem Gerät ein anderer Knopf. Ne? Wo ist der Knopf? Hier.